willkommen zu einem Video. Heute mache ich ein Tutorial für euch. Und zwar, das ist jetzt nicht für jeden. Also es gibt halt Menschen, die mögen es nicht so gerne, Fake-Wimpern zu tragen, also Fake-Lashes. Genau, also auf jeden Fall erstmal, das wird ein Video, wie man Fake-Lashes aufklebt. Und genau, also es gibt ja Menschen, die haben von Natur aus lange Wimpern, so wie ich. Aber es gibt auch Leute, die haben kürzere Wimpern. Genau, und ja, dann kann man halt Fake-Lashes benutzen, aber muss man halt nicht. Es gibt ja auch Mascara und so. Genau, aber das wird jetzt einfach ein Tutorial, wie man die richtig aufklebt. Ich habe jetzt die von Kiss genommen. Es gibt halt ganz verschiedene. Also der erste Schritt wäre erstmal zu gucken, welche ihr wollt, also euch halt Wimpern aussuchen. Genau. Auf jeden Fall werde ich das Ganze nicht an mir machen, sondern an meiner Mama und sie kommt gleich auch. Also an ihren Wimpern und nicht an meinen, weil ich brauche eigentlich keine Wimpern. Außerdem kann ich es an mir selber nicht machen, weil ich weiß nicht, meine Wimpern stören ein bisschen. Genau. Also ich würde sagen, meine Mama kommt jetzt und genau, sie sitzt dann hier auf dem Stuhl und ich mache das. So Leute, also hier ist meine Mama. Hi! genau, also auf jeden Fall werde ich jetzt, hier könnt ihr nochmal die, Moment, so, hier könnt ihr nochmal die Lashes sehen. Genau, also ich werde ja wie gesagt an meine Mama machen. Und genau, also erstmal müssen wir die natürlich aus der Box oder Schachtel bekommen. Also Leute, meistens kommen sie mit Wimpernkleber, aber manchmal auch nicht. Eigentlich sollten die immer mit Wimpernkleber kommen. So Leute, also jetzt haben wir hier nochmal diese Box. Da ist noch so eine Gebrauchsanleitung, Anweisung. Da drinne. Genau, und so sehen die Wimpern aus. Die sind eigentlich voll schön gerade aus. Also genau, die sind auch sehr weich. Genau. Und hier ist noch der Wimpernkleber, den könnt ihr jetzt erstmal einfach abreißen. So Leute, also dann müsst ihr immer gucken, welche Wimper auf welches Auge gehört. Also Leute, das ist ein bisschen schwer zu erklären, also ich kann nicht so gut erklären, aber egal. Ich werde es versuchen. Also immer hier, wo weniger Wimpern als hier sind, kommt immer halt, oh mein Gott. Also wenn hier so weniger Wimpern, also kürzere Wimpern als hier sind, dann wisst ihr, dass das hier hierhin gehört. Also ihr wisst, dass hier am Ende des Auges immer mehrere Wimpern sind, also längere als hier innen. Genau. Also Leute, ihr könnt das Ganze, also ihr könnt die Wimpern aufkleben, entweder mit einer Pinzette, falls ihr eine habt, oder es gibt auch so spezielle Wimpernzangen dafür, die man dafür benutzen kann. Oder mit Händen, also ich mache das meistens mit Händen lieber, also für mich ist es einfacher. Genau, aber ja, ich mache es jetzt einfach mit einer Pinzette. Genau. Also, ihr müsst jetzt einfach irgendeine Wimper nehmen. Es gibt ja nur zwei. So Leute, und dann habt ihr die halt hier in der Hand und dann müsst ihr halt, wie gesagt, gucken, welches kürzer ist. Also Leute, ich weiß jetzt, dass diese Wimper hierhin gehört. Und genau, dann nehmt ihr auch schon, ich mache das jetzt lieber mit der Hand, weil mit der Pinzette ist es für mich ein bisschen schwerer. Genau. Also auf jeden Fall nehmt ihr euer Wimperkleber. So sieht dann halt aus. Ja, genau. So, ihr macht den erstmal auf. Ihr könnt das vielleicht so an, ihr könnt die Wimper erstmal in eure Hand kleben. Da ist halt ein bisschen Kleber schon dran. So, also ihr müsst gucken, wie rum die Wimper ist. Also Leute, die Wimper hat hier immer so einen Schwung. Halt hier so, wie halt eine normale Wimper. Also ihr dürft nicht hier auf den Wimpern kleben, sondern, also hier dürft ihr nicht kleben, sondern nur auf diesen, auf diese Linie, sage ich jetzt mal. Genau, da müsst ihr jetzt erstmal Kleber verteilen. Das mache ich jetzt kurz. So Leute, ich habe jetzt Kleber drauf, der ist ein bisschen blau. Und dann müsst ihr halt warten, bis er getrocknet ist und dann könnt, also bis er ein bisschen getrocknet ist, wenn da nicht mehr so viel blau drauf ist, dann könnt ihr die aufkleben. Ihr könnt auch ein bisschen pusten und ich mag es halt immer auch so zu machen, damit das schon mal so ein bisschen so eine Augenform bekommt. Halt so, die bisschen so biegen, wisst ihr? So Leute, also jetzt ist da fast kein Blau mehr, aber der Kleber klebt halt noch. Genau, und jetzt müsst ihr am besten das Auge zumachen. Dann ist es ein bisschen leichter. Und dann müsst ihr hier das so, die Wimper so festhalten. Und dann einfach am besten von hinten
genau da hinkleben, wo die Wimpern anfangen. Also nicht auf das Augenlid und auch nicht auf die Wimpern, sondern hierhin halt. Und dann das bisschen so festdrücken und dann für ein paar Sekunden so bleiben, bis der Kleber halt getrocknet ist. Und dann könnt ihr das Auge aufmachen, um zu gucken, wie es aussieht. Und ja, hier klebt das meistens nicht so gut. So, also manchmal, Leute, ist der Kleber dann schon getrocknet und dann sieht das so aus. Halt, ist noch nicht hier so geklebt. Also dann könnt ihr einfach hier noch mehr Kleber. Ihr könnt ihr auch einfach ganz abnehmen kurz. So, Leute, also ich hatte davor ein bisschen zu wenig Kleber drauf gemacht. Es war halt noch nicht so blau. Ihr müsst ein bisschen kurz nur pusten. Und dann raufkleben. Wichtig ist halt, dass ihr den Kleber nicht berührt. Und dann wieder aufkleben. Ihr müsst halt gucken, dass es genau da ist, wo die Wimpern anfangen. Weil sonst sieht es nicht so schön aus. Und dann sieht es halt meistens auch nicht so realistisch aus. Das klebt an meinen Fingern. Moment. Und dann ein bisschen so drücken, aber nicht zu doll, weil sonst tut das ja weh. Bisschen so drücken, damit das der Kleber auch hält. Und halt das Auge zumachen, weil sonst blinzelt ihr und dann ist es schwerer, dass der Kleber halt hält. Dann könnt ihr das Auge wieder aufmachen. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen zu weit hier hingeklebt, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, dann könnt ihr noch ein bisschen so machen, damit die Wimper weiter so nach oben geht. Und so sieht es dann aus und dann könnt ihr es halt noch ein bisschen so machen, wenn es euch nicht so gefällt. Und so sieht es dann aus. Man sieht jetzt nicht so einen dollen Unterschied, aber ich zeige euch das gleich nochmal genauer. So, Leute, also genau so geht das halt. Und ich werde jetzt die andere aufkleben, also die andere Wimper aufkleben. Aber das werde ich ein bisschen schneller machen, also im schnellen Prozess. Also ich mache halt das Video ein bisschen schneller, weil ja, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Und genau. Leute, ihr dürft aber auch nicht zu viel Kleber machen, weil sonst trocknet das nicht schnell genug. Genau. Genau, Leute, und so sieht es dann aus. Genau, also ihr müsst das ein bisschen üben, wenn ihr es gut machen wollt. Dann müsst ihr es ein bisschen üben. Also ich war am Anfang auch sehr schlecht darin, aber genau, Übung macht den Meister, Leute, vergisst das nicht. Und genau, so sieht es jetzt aus, das Endergebnis. Ich bin natürlich auch keine professionelle Wimpernkleber, Aufkleberin, keine Ahnung, wie das heißt. Genau. Aber ich bin ja auch noch ein Kind. Ich übe auch noch daran, das zu machen. Aber ja, auf jeden Fall finde ich es für meine Verhältnisse gut. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und genau. So, Leute, dann könnt ihr anschließend nochmal, wenn ihr so das Gefühl habt, dass es noch nicht so klebt, müsst ihr so unter das Auge, unter die Wimpern fassen und über die Wimpern und das ein bisschen so ankleben. Aber wenn die ein bisschen getrocknet sind. Sonst klebt es an euren Fingern. Genau, und noch die andere Seite. Genau, Leute. So sieht das jetzt nochmal aus. Genau. Ich hoffe, meiner Mama gefällt's. Ja, was gefällt mir? Okay. Bitte. Und genau. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ja. So, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos und aktiviert die Glocke. Ding, ding, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb. Tschüss.